Das heißt, diese ganze Stadt am... Der Bremer Klimagipfel statt mit zahlreichen Aktionen rund um das Thema Klimaschutz. Ich meine, zeitgleich sitzen die gerade in Rio und kriegen nichts gebacken. Deshalb denken wir, müssen wir das hier mal selber in die Hand nehmen. Jawohl! Ich glaube, es ist ganz einfach, was zu tun, aber die meisten Leute wissen nicht wie und denken, es ist so schwer und machen es dann halt nicht. Ich denke schon, dass man sich damit beschäftigen muss. Ich bin gerade zurück aus Brasilien und habe alles verfolgt, was da im Fernsehen war und auch in Rio stattfand. Rio plus 20. Ich arbeite seit 30 Jahren in einem Arbeitskreis der IG Metall, alternative Produktion, und beschäftige mich dort also mit regenerativer Energie. Und von all dem, was wir dort gemacht haben oder gesehen haben und herausgefunden haben, wird nichts umgesetzt. Natürlich ist das ein Thema. Es fängt schon zu Hause an, wie man wohnt. Ich komme aus der Schweiz und wenn man da guckt, wie die Gletscher abschmelzen. Es gibt auch Maßnahmen, die kosten vergleichsweise wenig Überwindung, aber sind sehr wirksam. Beispielsweise, wenn ich meinen Stromanbieter wechsle oder den Stromliefervertrag, dass ich Ökostrom beziehe. Wir sind Klimafreunde, liebe Leute. Klimafreunde! Wir wollen die CO2-Emissionen, soweit wir das schaffen, reduzieren. Wir wollen die Energieeffizienz erhöhen, überall natürlich vorangehend, auch im Bereich der öffentlichen Gebäude. Und wir wollen natürlich ganz großer Player sein bei den regenerativen Energien. Da haben wir uns viel vorgenommen. Wir haben uns vorgenommen, die Treibhausgasemissionen um 40% zu senken bis zum Jahr 2020 gegenüber 1990. Wir müssen aber noch eine ganze Menge tun, weil 2/3 der Zeit sind verstrichen und wir haben erst etwa 1/3 des Ziels schon erreicht. Ich habe das ausgefüllt und auch das Klimaversprechen abgegeben. Viele Dinge sind da, die ich Adi auch schon umgesetzt habe. Und andere will ich demnächst doch umsetzen auch. Ich bin Klimafreundin, weil unsere Welt das nötig hat. Wenn jeder so ein bisschen für sich alleine agiert und darauf achtet, den Strom nicht zu verballern und sich auch Gedanken macht über Alternativen. Ja, das Pedelec, das war ein tolles Fahrerlebnis. Ich habe das jetzt zum ersten Mal erlebt und es gibt da ein so ein kleines, schnittiges Modell. Das hat mich schwer beeindruckt. Da muss ich mal meine Kontoauszüge durchgucken, ob ich mir das demnächst mal leisten kann. Die Ramona hat mir viel Spaß gemacht auf ihrem Sofa. Der Bürgermeister kommt, ich habe 5 Minuten Zeit. Ich muss es kommen. Die Union bestellt im Innenbereich auch Energiesparlampen. Da ist sie schon. Die Jacke war vom Boss. Aber die... Also ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, sehr viele Leute hier haben auch ganz viel gelernt, wie sie mit ganz kleinen Schritten anfangen können, CO2 zu sparen und ja, unsere Erde damit lebenswerter zu machen. Ich finde das, was ich hier heute auf dem Marktplatz sehe, richtig gelungen. Ich gehe von dieser Veranstaltung mit großem Gewinn weg. Ich bin nämlich ein Freund geworden, ein Klimafreund. Allerdings auch noch mit ein paar Aufträgen. Ich denke, das Einfachste ist, wenn jeder bei sich selber anfängt und nicht immer nur denkt, die anderen könnten mal was machen. Das hast du sehr gut gesagt, Charles. Sie haben es noch zu keiner Veranstaltung von uns geschafft, möchten aber auch Klimafreund werden. Das ist gar kein Problem, das geht nämlich auch im Internet. www.klimafreunde.net ist die Adresse, da kann man seinen persönlichen Klimacheck machen. Und was haben Sie am Ende davon? Eine ganze Menge. Sie bekommen ganz viele Informationen von uns per E-Mail, per Magazin. Sie werden eingeladen zu Veranstaltungen. Sie wissen also immer als Erster, was so los ist. Und wir erinnern Sie an Ihr Klimaversprechen. Denn das ist uns wichtig, als Klimaschutzagentur Klimaschutz in den Alltag zu bringen. Und dabei helfen wir Ihnen.